is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Hütet euch vor Satans Licht. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Jede Seele sei auf der Hut. Der Feind ist euch auf der Spur. Seid wachsam und passt genau auf, damit ihr nicht ahnungslos in sorgfältig ausgedachte und meisterhaft gelegte Schlingen geht. Die Leichtsinnigen und Gleichgültigen sollen sich in Acht nehmen, damit der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb in der Nacht über sie kommen. Viele werden von dem Pfad der Demut abweichen. Indem sie das Joch Christi abwerfen, werden sie auf fremden Wegen gehen. Verblendet und verwirrt werden sie den schmalen Pfad verlassen, der zur Stadt Gottes führt. Wer überwindet, muss wachen. Satan versucht nämlich die Verbindung mit der Welt durch Irrtum und Aberglauben, die Nachfolge Christi von ihrem Herrn abspenstig zu machen. Es genügt nicht, dass wir auffällige Gefahren, risikoreiche, inkonsequente Bewegungen meiden. Wir müssen uns eng an Christus halten, ihm zur Seite auf dem Pfad der Selbstverleugnung und des Opfers gehen. Wir sind im Lande des Feindes, der aus dem Himmel geworfen wurde, ist mit großer Macht herabgekommen. Mit allen vorstellbaren Listen und Tricks versucht er, Seelen zu fangen. Wenn wir nicht ständig auf der Hut sind, werden wir seinen zahllosen Betrügereien zum Opfer fallen. Alles ist nun mit einem feierlichen Ernst umkleidet, den alle wahrnehmen sollten, die an die Wahrheit für diese Zeit glauben. Sie sollten immer im Hinblick auf den Tag Gottes handeln. Die Gerichte Gottes werden sehr bald hereinbrechen. Wir müssen uns auf diesen großen Tag vorbereiten. Unsere Zeit ist kostbar. Wir haben nur wenige, sehr wenige Tage Gnadenfrist, in denen wir uns für das zukünftige, ewige Leben vorbereiten können. Wir haben keine Zeit, mit ziellosen Unternehmungen zu verlieren. Wir sollten uns davor fürchten, das Wort Gottes nur oberflächlich zu streifen. Wenn dein größtes Interesse die Wahrheit ist und das Vorbereitungswerk in dieser Zeit, dann wirst du durch die Wahrheit geheiligt und für die Unsterblichkeit tauglich gemacht. Das gründliche Werk der Vorbereitung muss bei allen, die sich der Wahrheit bekennen, vorangehen, bis wir vor dem Thron Gottes stehen, ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzeln oder dergleichen. Gott wird dich reinigen, wenn du dich dem Reinigungsprozess unterziehst. The Lord is coming.